Was ist eigentlich das Ziel unseres Lebens? Wenn es diese Frage gibt, wird dieser Mensch nicht diese Ruhe finden, solange er eine Antwort auf diese Frage hat. Lassen jetzt sagen, wenn der Glaube an Gott von schlechten Dingen abhält, motiviert er gleichzeitig zu guten Dingen. Als vorbeugende Maßnahme, als Sicherheitsmaßnahme kann man ja an einen Gott glauben, denn Nachteile hat das nicht. Das könnte Vorteile haben, wenn es wirklich einen Gott gibt. Wie kommst du zu der Überzeugung, dass es keinen Gott gibt? Oh Gott. Es wurde gerade gesagt, dass alles, was auf der Welt ist, sehr komplex ist und aufeinander aufgebaut ist. Meine Frage ist es, kann es nicht sein, dass alles auf der Evolution basiert? Diese Universum, diese Naturgesetze, sie sind die Spiegel, in denen wir Gesicht Gottes sehen können. Diese Ansätze und diese Struktur, das heißt, dass der Mensch sich einen Gott projiziert, dass das nicht rational zu belegen ist. Es gibt keine Möglichkeit zu sagen, das ist vernünftig.